Und ich freue mich jetzt, dass hier auf der Bühne jemand gleich auf mich zukommt, der ein sehr prominent besetztes Panel hat mit einem unheimlich interessanten Thema. Hajo Schumacher ist bei uns. Und ich bin sehr, sehr neidisch auf diesen Anzug, wenn ich das sagen darf. Der hat einen strategischen Grund. Wir wollen über Europa reden und so Geschichten, Zitate, Ankündigungen, die mit Europa anfangen, sind jetzt nicht immer gleich so super aufregend. Und deswegen dachte ich, erstmal optisch ein bisschen Spannung schaffen. Hoffentlich überträgt sich das aufs Thema, weil wir ein wirklich spannendes Thema haben. Europa ist, glaube ich, immer ein spannendes Thema. Ja, es gibt so einen europäischen Plan zur Krebsbekämpfung. Darüber wollen wir reden. Und ja. Okay, dann gehe ich schnell, weil ich glaube, ich habe überzogen. Viel Spaß. Ach, das kriegen wir wieder reingeholt. Ja, Sie müssen ganz tapfer, ganz stark sein, weil die Frau, die jetzt im Programm angekündigt ist, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, hat sehr kurzfristig, nämlich gestern, abgesagt, die Geschäfte. Dieses Europa ist halt, ne, da ist immer was zu tun. Und sie lässt sich herzlich, warmherzigst entschuldigen. Sie ist wild entschlossen, das wieder gut zu machen und zu kommen. Die gute Nachricht, wir haben mehr Redezeit für die anderen. Und ja, über das Thema vielleicht ganz kurz. Ich habe es gerade angekündigt, der Eurobeats Cancer Plan, 4 Milliarden Euro sind mobilisiert, weil Europa, gleiche Lebensverhältnisse ist natürlich ein Ziel in dieser EU, die sind aber gar nicht gleich, insbesondere das, was Krebs betrifft. Also Gebärmutterhalskrebs, eine Rumänin ist 16 Mal gefährdeter daran zu sterben als zum Beispiel eine Frau in Italien. Was haben wir sonst noch für Zahlen? Zum Beispiel Ungarn, 349 Krebstote auf 100.000 Einwohner, Zypern nur 212. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Vorsorgeuntersuchungen in Finnland und Dänemark sind 80% aller Frauen zwischen 50 und 70, haben alle 2 Jahre eine Brustkrebsvorsorgeuntersuchung. In Bulgarien sind das nur 20%. Und davon gibt es jede Menge solcher Zahlen. Das heißt, in Europa ist viel zu tun. Vor allen Dingen auch, kann man da zusammenarbeiten? Kann man Erkenntnisse, Strategien zusammenwerfen, effektiver werden? Und dazu haben wir natürlich ein Top-Podium. Ich freue mich sehr. Wir haben uns übrigens ganz kurz dazu noch, wir haben uns einfach entschlossen, uns zu duzen. Das liegt insbesondere auch an einem Gast, aber zu dem kommen wir gleich. Der hat mehrere Dutzend verschiedener Aussprechvarianten seines Nachnamens. Und da will ich noch weitere dazu bekommen. Der Reihe nach, Professor Hagen Pfundner kommt zu uns. Der Hagen, wie ich jetzt sage. Hallo. Ach so, Entschuldigung. Ah, darf man nicht. Ich Idiot. Unter anderem Vorstand der Roche Pharma AG hier in Deutschland, Mitglied der nationalen Dekade gegen Krebs. Er erklärt uns gleich noch, was das ist. Pharmazeutiker ist er auch. Professor Dr. David Matusiewicz. Jawohl. David, schön, dass du da bist. Also, du hast wahnsinnig viele Titel, aber der eindrucksvollste ist Direktor für Gesundheit und Soziales am Forschungsinstitut für Gesundheit und Soziales, Dekan an der Hochschule für Ökonomie und Management vom in Essen. Hallo. Gleichzeitig noch Inkubator, Start-Upper. Digitale Gesundheit. Also alles eigentlich. Ja, vieles. Super, schön, dass du da bist. Und Alex von Korff, komm bitte zu uns. Geschäftsführerin von Yes We Cancer, Krebsbloggerin, Podcasterin und hier vom Haus. Super. So, oh, ich gehe da mal rüber. Ja, das ist gut. Hier hat jemand seinen Kuli verloren. Wir haben noch einen vierten Gast, da ist er auch. Hallo, lieber Jan Geißler. Hört er uns? Ah, sehr gut. Hallo. Ja, wir hören dich. Wir duzen uns hier alle. Ich bin der Hajo. Ich bin der Jan. Super. Funktioniert, ne? Du siehst ja nicht so aus, als wäre das irgendein Problem. Du leitest super ein Unternehmen, das heißt Petvocats. Das hat nichts mit Haustieren zu tun, sondern mit Patienten. Das ist ein Think Tank, Patientenbeteiligung, Patientenberatung. Was macht ihr da genau? Wir helfen eigentlich dabei, dass Patienten wirklich in der Forschung beteiligt werden, vom Design von Studien über den ganzen Prozess der Arzneimittelentwicklung und trainieren dabei auch die Patientenorganisationen, dass sie das können. Ich würde gerne jeden Panelisten einmal kurz fragen, gibt es persönliche Erfahrungen mit Krebs? Wie ist das bei dir, Jan?
Ich bin seit 20 Jahren selber Krebspatient. Ich wurde vor 20 Jahren mit CML diagnostiziert, also genau der Erkrankung, die Professor Niederwiese vorher erklärt hat, und war in diesen frühen Studien auch drin, die er beschrieben hat. Und wie jetzt gerade, wie geht's dir? Mir geht's super. Ich war 13 Jahre unter Therapie, ich war in klinischen Studien, ich bin seit 7 Jahren therapiefrei, aber die Erkrankung ist weiterhin messbar. Ich habe jetzt vor 2 Tagen wieder mein Ergebnis bekommen. Insofern, der Krebs ist noch da, aber er ist auch im Moment ohne Medikamente unter Kontrolle. Prima. Hagen, persönliche Erfahrungen mit Krebs? Ja, meine Mutter ist mit 46 Jahren an Brustkrebs verstorben. Und du warst wie alt? Damals war ich 22. Gerade erstes, zweites Semester Pharmaziestudium, aber auch Geschwister, die deutlich jünger sind. Mein kleiner Bruder 10 Jahre jünger. Also das zerreißt so eine ganze Familie. Und für mich war das damals, die Diskussionen waren einfach irre. Das hing damit zusammen, das ist so, das hat man in sich hineingefressen. Es gab ja auch keine wirklich funktionierenden therapeutischen Ansätze. Es gab die Chirurgie. Und irgendwie hatte das so etwas Schicksalhaftes, das hat mich umgetrieben. Und ich komme mehr aus einem Haushalt, in einem Umfeld, da ging es um Uhren und um Schmuck. Und keiner hat verstanden, warum er sich mit Körperflüssigkeiten oder so beschäftigen würde oder Naturwissenschaften. Und mich hat das aber fasziniert. Und ich habe immer wieder, bin ich zurückgegangen, so, warum war das eigentlich so? Und irgend diese Krankheiten, das Schicksalhafte nehmen, das war so etwas, was mich bis heute einfach leitet. Aber dein Pharmaziestudium hast du schon vorher begonnen. Also da gab es jetzt keinen Zusammenhang mit der Erkrankung deiner Mutter? Doch, weil sie war ja ganz klassischer Verlauf, 5 Jahre krank und dann verstorben. Also war das auch ein Treiber für dich? Ich würde heute sagen, vielleicht, ich will es nicht konstruieren, aber es war ein Thema, das mich immer beschäftigt hat. Und dann, warum gehe ich plötzlich in die Pharmazie, warum in die Biochemie, warum interessiert mich der Körper? Ich erkläre mir das ein bisschen so. David, deine persönlichen Erfahrungen? Ja, als Angehöriger tatsächlich. Mein Vater, der ist mittlerweile eine Zeit lang, hat in Deutschland gelebt, dann wieder in Polen. Da habe ich auch gemerkt, als in Polen haben sie gesagt, sie haben noch ein paar Monate, aber wir können nichts machen. Wir können das rausschneiden, wir können es nicht mehr zumachen. Irgendwie so war die Geschichte. Dann habe ich über eine Nacht Nebelaktion nach Deutschland geholt, wieder mit Krankenversicherung nie angemeldet, ganze Prozedur. Und habe einfach auch die Gesundheitssysteme nochmal miteinander in N gleich 1 vergleichen können. Das macht man gerne theoretisch, aber praktisch ist es nicht so schön. Aber da hat man doch das sehr hautnah miterlebt. Und es war alles gut gegangen, aber es war schon eine stressige Zeit. Also sagen wir ganz brutal, in Polen hätte dein Vater nicht überlebt, in Deutschland schon. Ja, und ich glaube, ohne seinen Sohn hätte er auch nicht überlebt. Also an der Stelle, weil das hat ja auch nicht jeder Pole hat die Chance, mal eben in ein anderes Land zu fahren. Und den ganzen Behördenkrieg mit den Krankenkassen, das habe ich noch 3 Jahre später mit denen gekämpft, auf Vorstandsebene. Zum Glück kannte man, also auch diese Beziehung, die man sonst nicht hat, das hat alles irgendwie... war das Glück für ihn, aber für viele andere eben nicht. Und das ist leider traurig, dass in Europa, obwohl es eben nach außen eine Einheit ist, doch sehr, sehr große Unterschiede nach wie vor sind. Und leider ist es in Polen immer noch so, dass man mit einem Umschlag ins Krankenhaus gehen muss, damit man überhaupt behandelt wird teilweise. Und in dem Umschlag ist vermutlich kein Brief drin, sondern Bares. Auch kein Rezept. Ja. Ja. Jetzt mal auf doof, was kostet es? Also was muss in dem Umschlag so drin sein? Ja, also jetzt dreistellig, vierstellig oder reicht Fuffi? Ja, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keinen Katalog dafür. Also, aber mal so gefragt, also nur um Eindruck zu kriegen. Ein paar tausend Euro, die man da auch... Ein paar tausend, ja. Ich kenne es aus Bulgarien, meine Schwester hat einen bulgarischen Partner und da ist es ähnlich. Alex von Korff, hast du deine persönliche Krebsgeschichte? Ja, ich bin ja nun Krebsblogger, hast du eben gesagt. Und das kommt natürlich aus der Erfahrung, weil ich 2017 selber Brustkrebs hatte. Und hast dann angefangen zu bloggen? Genau. Also ich habe die Erkrankung, ich hatte ein Mitteilungsbedürfnis. Ich habe gesagt, das war zum einen wahrscheinlich, dass ich es für mich selber verarbeiten muss. Aber zum anderen ist es natürlich auch, dass ich gemerkt habe, es ist so ein Tabu, das ganze Thema Krebs. Es ist ja oft so, das kennt jeder von uns. Ne? Jemand ist erkrankt und du triffst den und denkst so, sag ich jetzt was? Sag ich jetzt nichts? Also weiß ich das offiziell eigentlich? Oder wollen die überhaupt angesprochen werden? Und ich dachte mir so, Offensive ist die beste Defensive. Ich gehe einfach raus damit und sage den Leuten, ich bin offen, ich rede drüber, fragt mich bitte. Und das, dann hat man direkt eine Gesprächsebene. Und die Resonanzen waren vermutlich überwältigend. Genau, die Resonanzen waren wirklich sehr, sehr gut, dass die Leute gesagt haben, das ist toll, du machst uns Mut. Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich mache den Blog öffentlich. Weil wenn ich bei meinem Freundeskreis schon sowas erreichen kann, dass die Leute, was weiß ich habe Brustkrebs, also war es mir natürlich wichtig, dass die Leute sich auch die Brüste abtasten. Und ich habe gesagt, wenn sich nur 2 Leute, 3 Leute die Brüste abtasten wegen meinem Blog, dann hat es sich doch schon gelohnt.
David, lass uns auf die europäische Ebene kommen. Wir waren da ja gerade schon mit dem deutsch-polnischen Verhältnis. Alle osteuropäischen EU-Staaten haben die schlechtesten Zahlen, also die höchsten Sterberaten, die geringsten Vorsorgeraten. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, das ist tatsächlich so. Also grundsätzlich in Europa ist 10% der Gesamtbevölkerung lebt in Europa, 25% aller Krebsfälle passieren in Europa. Aber da gibt es nochmal einen ziemlichen Unterschied. Und bei den Inzidenzraten ist das komischerweise in Osteuropa geringer als in Westeuropa, in Asien noch geringer. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass erst gar nicht Leute es schaffen, in die Diagnostik zu kommen. Mhm. Direkt vielleicht versterben und dann weiß man nicht, warum man verstorben ist. Also in Inzidenz liegt leicht runter, aber in dem Outcome, in den Sterberaten ist Osteuropa schlechter als Westeuropa. Das liegt aus meiner Sicht aus zwei Dingen. Erstens wird wieder später erkannt. Wir wissen ja, der Verlauf, die Prognose ist schlechter, wenn wir später behandelt werden. Und zweitens sind einfach die technischen und die wissenschaftlichen Möglichkeiten einfach immer noch andere dort als hier. Also fängt von der Forschung an und hört in der Versorgungswirklichkeit auf, wie gerade beschrieben, auch in anderen Bereichen. Und das sind so zwei Faktoren, die dazu führen, dass das System noch maroder ist. Das sind ja teilweise Staatssysteme. Mhm. Und wir wissen ja aus der deutschen Vergangenheit auch, Staat und Marktwirtschaft und Ähnliches, da sind Unterschiede zwischen staatliches Gesundheitssystem, wo die Ärzte angestellt schlecht Geld verdienen und nebenbei noch versuchen, Geld zu machen. Das läuft halt nicht so gut wie in den westlichen Ländern. Und ich sag mal so, Lifestyle-Unterschiede spielen die auch eine Rolle? Ich meine, das klassische Stereotyp ist, der Pole trinkt sich halt gerne ein. Also das würde ich jetzt als Gesundheitssystemforscher nicht so unterstreichen. Ich glaube, es gibt da keine Studie. Ich sage ja auch, dass es ein Stereotyp ist. Genau, das könnte, ist ein Mythos, vielleicht konserviert der Alkohol dann auch gut auf der anderen Seite. Du bist auch schon 73, dafür siehst du blendend aus. Ja, habe mir gerade noch einen getrunken. Nein, also ich glaube, Lifestyle, klar spielt das irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich eine Rolle, aber ich glaube, da sind keine signifikanten Effekte. Die signifikanten sind dann wirklich in der Gesundheitsversorgung, die deutlich schlechter ist. So, jetzt müsst ihr alle ganz tapfer sein. Ihr müsst nämlich jetzt die von der Leyen-Fragen beantworten. 4 Milliarden hat die EU freigemacht für Europe's Fighting Cancer. 4 Milliarden klingt erstmal eine ganze Menge. Bei 400 Millionen EU-Bürgern sind das 10 Euro pro Nase. Dann wird es schon mal etwas weniger. Was kann so ein Plan leisten, Hagen? Also erstmal finde ich schade, dass sie nicht da ist, weil ich hätte mich tatsächlich gerne bei ihr bedankt. Das wird sich rumsprechen. Und zwar dafür, dass die EU tatsächlich einen Rahmen gesetzt hat. Und zwar einen Rahmen, der relativ konkret ist, nämlich finanziert. Mhm. Jetzt kann man sagen, zu wenig oder zu viel. Aber dann in sogenannten Flagship-Projekten und Aktivitäten. Und sich wirklich auch, würde ich sagen, aggressive Ziele gesetzt hat. Und das hat sie auf eine intelligente Art und Weise gemacht, indem nämlich Europa den Rahmen vorgibt, die nationale Umsetzung national bleibt. Und dann können wir ja auch noch über die Dekade gegen Krebs sprechen, wo das zum Beispiel der Deutsche nicht Gegenentwurf, sondern Mitentwurf dafür ist. Aber was sie hat zum Beispiel, wenn man dort tatsächlich eine Zielvorgabe macht und sagt, 2030 soll Europa nahezu rauchfrei sein. Und wir dann sagen, wie soll denn das funktionieren? Und wir dann plötzlich hören, dass England, gut, jetzt sind wir Mitglied der Europäischen Union, aber England sagt, 2030 sind wir rauchfrei. Mhm. Und Philip Morris sagt, 2031 haben wir keine Tabakprodukte mehr. Sondern passiert doch da irgendwas. Ja, aber Entschuldigung, die Tabaklobbyisten sind so ziemlich die abgefahrensten, die hier in Berlin ihr Unwesen treiben. Also wie ihr die in 9 Jahren loswerden wollt, toi, 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 die finanzieren noch jeden Parteitag. Ich bin nicht Tabak. Manchmal sagt man, Pharma hat auch keinen so besonders guten Ruf. Die Banker haben auch keinen guten Ruf. Also es gibt ganz viele, die irgendwie. Ja, aber Chemie ich finde, hat auch keinen guten Ruf. Aber die haben sich als Ziel gesetzt, als Unternehmen. Okay, super. Ob sie das umsetzen oder nicht, weiß ich nicht. Aber das ist ein Ziel, das ist öffentlich. Und sie haben gesagt, sie wollen tabakfrei sein. Ich will nur sagen, das löst auch etwas aus. Also wenn eine europäische Zielsetzung oder 95% aller jungen Frauen sollen gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft sein. Das sind ganz konkrete Zielsetzungen, die da gesetzt sind. Und zur Vorsorge gibt es Zielsetzungen und zu dem Ziel. Das heißt, wie das jetzt, und gerade David hat es ja angesprochen,
selbst innerhalb Europas die Unterschiede. Wie wollen wir denen denn gerecht werden? Wie wollen wir denn mehr Gerechtigkeit? Das heißt, wenn Europa diese Zielvorgaben macht, wenn die Technologien dafür zur Verfügung stehen, von der Diagnostik über die Therapie, über die Früherkennung, wenn das zur Verfügung steht, dann werden die Bürgerinnen und Bürger in Europa aufstehen und sagen, warum geht das in Deutschland und Frankreich und warum nicht in Polen? Und ich glaube, da wird ein Druck ausgelöst, der dem dann auch besser gerecht wird. Jan, es gibt ja so 10 Leitinitiativen dieses Europe Beats Cancer Plans. Eine hat Hagen schon erwähnt, zum Beispiel also die 90% Gebärmutterhalskrebsimpfung. Hast du dir die 10 Leitinitiativen, muss jetzt natürlich ja sagen, die hast du dir natürlich alle angeguckt. Entspricht das in etwa dem, was ihr mit eurer Organisation, mit eurer Patientenorganisation euch so vorstellt? Ich denke schon. Also man muss ja immer überlegen, wo hat die EU Kompetenzen, wo greifen die Mitgliedstaaten ein. Und deswegen muss natürlich die EU sich Ziele setzen, wo sie leiten kann und wo sie auch, sagen wir, ein gewisses Mandat hat. Und das ist ja aus gutem Grund an verschiedenen Stellen aufgeteilt. Und man muss vielleicht einen Schritt zurückgeben und sagen, wie wurde das Ganze eigentlich konstruiert? Man hat gesagt, man will alles bei allem eine Prävention machen, bei allem, wo Prävention möglich ist. Wenn Prävention nicht möglich ist, möglichst früh erkennen. Wenn man früh erkannt hat, dann möglichst effektiv behandeln. Und wenn man, sagen wir, da durchkommt, dann die Lebensqualität verbessern, wenn man dann mit Krebs leben muss oder nach Krebs. Und in dieser Kette hat man sich Gedanken gemacht, was sind eigentlich so die Prioritäten? Wo kann Europa helfen und wie kann Europa Leitinitiativen starten, damit die Mitgliedstaaten dann umsetzen können, weil Gesundheit ist grundsätzlich mal die Kompetenz der Mitgliedstaaten. Und ich denke, da sind bei den 10 Initiativen schon unheimlich wichtige dabei, die wir als Patienten auch mitgestaltet haben. Ich sitze selber ja in der Cancer Mission Assembly von der Europäischen Kommission. Ich bin seit 2003 in Brüssel aktiv, weil ich damals gesehen habe, dass kein Krebspatient bei irgendeinem Gesetzgebungsverfahren am Tisch sitzt. Heute tun wir das. Heute wirken wir damit. Und ich denke, da hat sich sehr viel geändert. Und wenn man jetzt diese 10 Leitinitiativen anschaut, Aufbau eines Wissenszentrums für Krebs, um die wissenschaftlichen und technischen Initiativen auf EU-Ebene besser zu koordinieren und eben dieser Vorwurf, dass jeder so sein eigenes Ding dreht, sagen wir, besser zusammenzuführen oder, sagen wir, das Thema besseres Leben für Krebserkrankte, das klingt jetzt erstmal so einfach, aber es ist wahnsinnig schwer, mit und nach Krebs zu leben, weiterhin zu arbeiten, Familie zu haben, Familienplanung nachzudenken, überhaupt zu wissen, was bedeutet eigentlich Lebensqualität für Patienten über den rein klinischen Aspekt hinaus. Dazu auch noch, und das hatten wir vorher schon auch am Beispiel Polen, wir sehen das natürlich als Patientenorganisation, diese Ungleichheiten zwischen den Ländern, wahnsinnig. Und da geht es nicht nur um Polen-Deutschland, sondern wir sehen zum Beispiel auch, dass die Überlebenszahlen für Brustkrebs in Frankreich besser sind als in Deutschland, obwohl wir nach Bruttoinlandsprodukt genauso viel Geld ausgeben. Da müssen wir überlegen, warum ist das so? Wo können wir angreifen? Wo machen andere das gut? Wo machen andere das vielleicht besser? Und da ist eine der Leitinitiativen halt, diese Ungleichheiten rauszuarbeiten, überhaupt eine Evidenzbasis dafür zu bekommen, um dann daraus Initiativen abzuleiten, wo Europa helfen kann und die Mitgliedstaaten besser zusammenarbeiten auf nationaler Ebene, besser in Forschung, in Versorgung und so weiter zusammen wirklich Initiativen zu starten. Also ich denke, das ist ganz wichtig und die 10 Leitinitiativen sind da sehr gut und wir sind da an allen Stellen dabei. Alex, ich habe ganz vergessen, Reklame zu machen. Dein Blog heißt Kick Cancer Chick. Ja? Ja, das ist er. Und dein Podcast heißt Zwei Frauen, zwei Brüste. Ja. Ja, muss man einmal kurz schlucken, aber ja, kann man sich merken. Ist bei deinen Aktivitäten dir dieses Ungerechtigkeitsthema, also nationale Ungerechtigkeiten, da geht es besser, auch begegnet? Ich würde sagen, jetzt im Rahmen des Podcasts oder des Blogs nicht, aber ich arbeite ja auch mit Yes We Cancer und wir sind natürlich auch auf europäischer Ebene mit anderen Organisationen eng verbunden. Also ich weiß, der Jan und ich, wir kennen uns ja, aber genauso sind wir auch mit Slowenien, spreche ich, oder mit Portugal. Mhm. Und natürlich ist das auch ein Thema. Und ich würde in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob der Jan es erwähnen möchte, aber ich habe vor 2 Wochen, gab es ein sehr interessantes Paper, was herausgekommen ist. Und da haben genau diese Organisationen, es war Portugal, also die Tamara aus Portugal, ich werde den Nachnamen wahrscheinlich falsch sagen,
Houston Maligre. Ja. Dann ist die Tanja Spanik aus Slowenien und der Jan Geisler als Repräsentant für Deutschland haben sich zusammengesetzt und haben mit 16 EU-Ländern geschaut, wie Patienten besser in die Forschung integriert werden können und haben einen Actionplan zusammengestellt. Jan, er heißt, glaube ich, der, sagst du es nochmal? Ja, die Prinzipien für die erfolgreiche Zusammenarbeit in der Krebsforschung, also Zusammenarbeit der Patienten mit in der Krebsforschung. Genau. Aber jetzt und mal da kurz dazwischen, Jan, braucht man dafür jetzt Brüssel? Also, ne, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, heißt es hier in der Politik. Also das sind ja jetzt nicht immer so die Beschleuniger, die Turbos für alles. Die können ja auch gut im Weg rumstehen mit ihrer Bürokratie. Naja, im Weg rumstehen gibt es an allen Stellen. Ich denke mal, der Ruf ist schlechter als die Wirklichkeit. Weil, du klingst wie Frau von der Leyen, du machst das wirklich gut. Ja, für die bin ich jetzt hier eingesprungen. Ja, ja. Nein. Aber man muss einfach sehen, Forschung ist international, Forschung ist nicht nur in Deutschland. Und in der Forschung müssen wir, wenn wir Studien designen, tun wir das normalerweise nicht nur in Deutschland oder nur in Frankreich, sondern wir tun das international. Und da gibt es eine gewisse Harmonisierung, die wir einfach brauchen. Wir brauchen im Bereich der Impfung, haben wir jetzt in der Pandemie ja gesehen, wie wichtig die Zusammenarbeit an manchen Stellen da ist. Natürlich gibt es an allen möglichen Stellen bürokratische Hürden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich will jetzt einfach mal das Gegenbeispiel nehmen. Deutschland ist vorletztes Land in der Digitalisierung vor Albanien. Wenn die EU da ein bisschen schiebt, und das tut sie mit dem ganzen Krebsthema wahnsinnig im Moment, Datenharmonisierung, Standards schaffen, Initiativen zu machen, dass nicht wie in Deutschland die Gesundheitsdaten an der Krankenhausmauer enden, da passiert in Europa eine ganze Menge. Und da hat man im Bereich des Datenschutzes auch gesehen, dass die EU da eine ganze Menge versucht hat zu bewegen, damit es eben nicht in jeder Region anders gehandhabt wird. Hagen, lass uns mal zur Wirtschaft kommen. Ich meine, ihr seid alle super nette Leute da bei Roche, aber am Ende dann doch auch ein Wirtschaftsunternehmen. Europäische Zusammenarbeit mit Konkurrenten aus Frankreich, Italien, ich weiß nicht wo, kann man sich das vorstellen? Ja, also ich glaube, wir sind eine Industrie, die auch noch sehr, sehr zersplittert ist. Ich glaube, der höchste Marktanteil eines pharmazeutischen Unternehmens weltweit liegt immer noch unter 4 oder 5%. Also das ist zum Beispiel in der Automobilindustrie ganz anders, in anderen Industrien auch schon. Das heißt, das schreit nicht gerade nach Zusammenarbeit. Aber was unser Geschäftsmodell ist, ist eine intensive Zusammenarbeit mit Akademie und Kliniken. Und damit natürlich auch mit Patientinnen und Patienten. Das heißt, Grundlagenforschung zum Patienten zu bringen, das ist eigentlich Wissen in Produkte umzusetzen. Das ist unsere Aufgabe. Insofern ist es immer ein wahnsinnig vernetztes Arbeiten. Die Onkologie und die dramatische Entwicklung in der Onkologie hat gezeigt, dass man das auch tatsächlich sehr viel besser in Partnerschaft macht. Das heißt, wir haben, und die Pandemie hat ja noch mal mehr gezeigt, dass eigentlich Partnerschaft beschleunigt. Das heißt, wir haben auch in der Pandemie, erstmalig sind wir Partnerschaften eingegangen mit direkten Wettbewerbern. Mhm. Also ich wusste auch nicht, dass zum Beispiel eine SAP mit Amazon, Webservice und so weiter, die arbeiten zusammen. In manchen Fällen sind sie Konkurrenten, in manchen Fällen verklagen sie sich, in manchen Geschäftsfeldern sind sie Geschäftspartner. Und ich habe so das Gefühl, dass sich bei uns da etwas tut. Und das hat mit dem Thema Digitalisierung, mit der Medizintechnik, dem Zusammenspiel dieser ganzen Technologien und auch natürlich der Biotechnologie zu tun. Insofern, glaube ich, ist der Trend ein starker Trend der Zusammenarbeit. Ich möchte aber an dieser Stelle einfach mal einen Schritt darüber hinaus machen. In Europa findet ein bisschen statt. Ein bisschen. Ein bisschen Forschung. Ein bisschen. Ein bisschen. Von allem. Die Forschung findet mittlerweile in der USA statt und findet mittlerweile, wenn es um Zell- und Gentherapien, wenn es um künstliche Intelligenz, wenn es um Algorithmen geht, in China statt, in Asien statt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir anschlussfähig sind. Und deswegen ist, glaube ich, der Schulterschluss innerhalb Europas unheimlich wichtig. Und da braucht es, was sagt der Laschet immer, Entfesselungspakete oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, irgendwas muss hier entfesselt werden, weil in Europa habe ich das Gefühl, dass wir bei manchen Dingen uns tatsächlich selbst noch fesseln. Und sag mal ein Beispiel. Also bei uns ist es so, die Industrie, gerade die pharmazeutische Industrie, aber mittlerweile auch die Medizintechnik ist komplett durchreguliert.
Und das hat etwas in Deutschland auch mit German Angst zu tun, weil wo Angst ist, gibt es Regulation. Das heißt, wir haben alles geregelt. Und jetzt ist das Problem, es kommt eine neue Technologie, mRNA. Gerade eben auf dem Panel davor gewesen. Aber Entschuldigung, wir sind seit BioNTech ist meines Wissens in Mainz beheimatet. Genau. Und was ist da passiert? Wir sind seit 5 Jahren dort investiert mit 300 Millionen. Krebsimpfstoffe. Ja. Mhm. Seit 5 Jahren sind wir da investiert. Also mein Roche bei BioNTech. Genau, weil wir eine Kooperation haben, um Krebsimpfstoffe zu entwickeln. Sehr schwieriges Feld. Warum hat das jetzt bei Covid-19 auf einen Schlag funktioniert? Und ich wage die These, die Kompetenz ist da, die Technologie ist da. Und man hat endlich mal diesen ganzen bürokratischen Kack an der Seite gelassen. Und hat gesagt, pass auf, was muss jetzt passieren? Wie kriegen wir das jetzt zum Patienten? Wie beschleunigen wir das? Und da hat man nicht einfach Regularien weggelassen und hat einfach quasi ist nach oder unnachsichtig vorgegangen, sondern hat ganz gezielt mit Unterstützung des BfArM, des PAI, der Bundesbehörden, der dort Aufsichtsbehörden in den Ländern, hat tatsächlich Wege gefunden, Dinge sehr schnell zu machen, simultan zu machen. Und für mich ist das so ein Beispiel, dass man beschleunigen kann. Ist das durchhaltbar? In der Breite in allen Fällen? Nein. Aber was lernen wir daraus? Also Bürokratie ist, glaube ich, bei uns etwas, was einfach Europa, du hast es übrigens vorhin angesprochen mit Europa, ich könnte jetzt auch zu Vertragsgestaltung, zu Covid-19, Arzneimittel und Test und Europa versus einzelne Länder. In einzelnen Ländern geht es innerhalb von Tagen, in Europa dauert es Monate. Das sind so Dinge, die es nicht leichter machen. Aber ich glaube, wir lernen aus der Pandemie und Beschleunigung täte uns extrem gut. David, den nehmen wir mit. David, ich habe hier diese 10 Leitinitiativen, die müssen wir jetzt nicht alle auswendig lernen, aber die in diesem europäischen Krebskampf vorgesehen sind. Kein einziger Punkt kümmert sich genau darum, nämlich Entfesselung, Entbürokratisierung, Beschleunigung. Es sind halt alles so nette Sachen, eine Initiative, noch eine Initiative, ein Register, nice to have, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Forschung nach vorne bringt. Ja, ich freue mich, dass zumindest ein digitaler Punkt dabei ist unter den 10. Lass gucken. Der das so ein bisschen, das ist irgendwo Digital Health noch dabei als ein Thema. Und ich glaube, aber das klein. Ist, ja, zumindest ein Zehntel irgendwie adressiert, aber das Thema Forschung, Forschungsdaten, das trifft es ja, weil wir haben ja, wenn wir es nochmal wie Hagen sagte, also China, was will China? China will Menschen kontrollieren. Was will USA? USA will Geschäftsmodelle vorantreiben. Und wir haben in Deutschland oder in Europa den Wert, den Menschen im Fokus zu haben. Hier sind die Guten. Ja, so gesehen schon. Und das ist vielleicht ein Asset in Zukunft, der auch noch wichtig ist. Ne? Dass wir, wenn wir ein gutes Unternehmen haben hier in Deutschland, man weltweit diesem am meisten mehr traut, als wenn es ansässig ist in China oder auch in den USA. Und das ist vielleicht doch dann wiederum ein Wert des ganzen Datenschutzes und so weiter, den wir hier eben haben. Aber als Investor, als Start-Upper, als jemand, der gerade im digitalen Bereich viel unterwegs ist, was würdest du dir da von Europa wünschen? Oder wo siehst du ähnliche Hemmschwellen wie Hagen? Also wir dürfen ja nicht vergessen, diese Bertelsmann-Studie, gerade angesprochen, die ist ja jetzt schon 2 Jahre alt. Ja. Hat ja einiges getan. Wir haben ja jetzt Themen wie App auf Rezept, da sind wir ja weltweit führend. Das gibt es sonst nirgendwo, dass ich zum Arzt gehe und er mir eine App verschreibt. Also von daher sind wir da jetzt schon, in den 2, 3 Jahren hat sich viel getan und sind da auf einem guten Weg. Und es gibt tolle Initiativen, also bei Hagen im Haus ist jetzt gerade so eine Studie, die ich gelesen habe, da wird über KI zum Beispiel über Metastasen der Primärtumor gefunden, was vorher bei 5% der Patienten nicht möglich war. Also da gibt es viele technologische Innovationen in Zukunft. Und ich würde mir auch wünschen, dass Medizintechnik und gerade auch Startups hier entsprechend vorankommen. Und die Pharmaindustrie, die macht viele gute Dinge. Also Jan Zielak zum Beispiel mit diesem ganzen Disease Interception-Thema, wo Symptome, bevor die Symptome da sind, Krankheiten detektiert werden, über Biomarker, also viel früher angefangen. Und ein Thema ist, glaube ich, da auch drauf, irgendwie die Prävention. Und wenn ich da noch digital vorschalte, digitale Prävention, dann kommen wir in ein ganz anderes Level, weil wir viel tiefer reingucken in den Menschen. Aber komm, Prävention steht in jedem 10-Punkte-Plan. Ja. Das ist 10-Punkte-Plan, Bullshit-Bingo. Also, ja, das stimmt, sorry. Das war vorher so. Ja. Aber jetzt durch Präzisionsprävention, dadurch, dass wir in den Daten wirklich was messbar machen können, schon in der Prävention, das ist ein ganz anderes Level, wo wir jetzt erst reinkommen. Und ich glaube, da haben wir als Europa eine Chance. Und wir dürfen nicht vergessen, dass souverän der Gesundheitssysteme bleibt der Staat. Die Europäische Union, die ist nur eine Klammer drumherum, aber es ist verankert in Paragraph oder Artikel 152,
der Nationalstaat bleibt souverän in seiner Gesundheit. Was kann die EU machen? Die können über Best Practices versuchen, einen Scheinwerfer auf ein Land zu hieven und sagen, mach das so wie das Land, weil die haben damit Erfolg. Und Geld zu geben, um Forschungs- und damit Daten zusammen zu aggregieren. Und da liegt, glaube ich, die Chance. Alex, du hast dich viel um Patientenrechte, Patientenbeteiligung gekümmert. Das Wort Patient kommt in diesem 10-Punkte-Plan interessanterweise auch, also vielleicht habe ich es überlesen, aber kommt auch nicht so richtig viel vor. Ich meine, wir sind natürlich, das ganze Thema Patienten oder Patient Participation heißt es ja mal. Es ist ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es passieren gute Sachen. Also das sieht man am Beispiel Jan Geißler. Ne, es findet statt, dass die Patienten mitreden. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass es sich konsequent durchzieht. Also ne, es gibt dann einen Ausschuss, da wird dann mit Patienten gesprochen und sagt, ah, super, was ihr da, gebt uns mal Feedback. Dann trifft man sich zum Beispiel in Brüssel im Parlament und da werden dann Experten dazu geschaltet. Ich weiß, dass der Jan hat Kontakt, aber ich finde trotzdem, dass es meistens sind die Experten, Mediziner, Wissenschaftler, sehr selten, wenn man diesen BICA-Ausschuss oder verschiedene, wer sich da so trifft in Brüssel, sieht, sehe ich nicht, dass die Patienten so auf dem gleichen Level sind und als Experten auch angesehen und integriert werden. Es gibt tolle Beispiele. Sind die denn wirklich Experten? Natürlich. Natürlich sind Patienten Experten, weil im Endeffekt, du kannst ja sehr viel entscheiden. Ne? Das ist alles, solange du nicht in den Schuhen eines Patienten bist, ist es eigentlich Theorie. Ne? Weil eigentlich können nur wir sind ja sozusagen auf, naja, zum Beispiel ich beim Thema Brustkrebs, ich bin sehr, sehr tief in der Materie, weil es natürlich um meine Gesundheit ging, um mein Leben. Ne? Und so ist halt jeder Patient schon ein Experte. Und gerade in dem Zusammenschluss, also wir sind ja auch untereinander, dass viele Patienten miteinander sprechen und Organisationen, sind wir Experten, weil wir sind so an der Front. David hat jetzt... Genau, ich wollte da noch eine kleine Klammer dran setzen, obwohl ich das auch so sehr, um ein bisschen Streit hier aufkommen zu lassen. Nein. Unbedingt. Immer gerne. Das Problem ist auch bei den Patientenbeauftragten der Bundesregierung und so weiter, am Ende gibt es, glaube ich, 20.000 verschiedene Krankheiten und es ist super schwierig, eine Person dann zu finden, die sozusagen für den Patienten spricht, weil man natürlich sehr aus seiner Historie, seiner Biografie, das sehr auf seine Position natürlich münzt. Das ist schon schwierig, glaube ich. Deshalb sehe ich, glaube ich, mehr so die Verbände, diese Patientenverbände auf der Ebene, die das versuchen zu aggregieren, auch nochmal stärker, weil ich kenne das auch als Panel. Die Kritik an Panels ist auch immer wieder, dass wir keine Patienten dann einladen. Aber wenn man einen Patienten hat, dann kommt immer dieses Autobiografische ganz oft durch. Ja, das, total, ne? Total. Das und deswegen also ist die Frage... So biografische, individuelle... Ja, natürlich, klar, weil das dann ich-bezogen natürlich ist. Und das ist super schwierig, über den Patienten, der für alle Patienten spricht, zu sprechen, weil das eben, wie gesagt, ich glaube, es gibt 30.000 Symptome, 20.000 Krankheiten und das kann kein Einzelner sozusagen aggregieren. Ja, ich glaube, wir müssen aber auch weg von dem, wir sprechen über Symptome, sondern wir sprechen über die Rolle des Patienten. Also nimm Arzt-Patienten-Kommunikation, das ist ein ganz wichtiges Thema. Hast du mal ein Beispiel so aus deiner Geschichte Arzt-Patienten-Kommunikation? Also, so auf Augenhöhe natürlich, total dufte alles. Naja, es ist ja so, du bekommst die Diagnose und erstmal bist du absoluter Laie. Dein Arzt sagt dir, ja, sie haben jetzt das und das und das, wir machen das und das und das. Und du denkst mir, okay, wird wohl schon so richtig sein. Man muss sich ja erstmal die Information noch holen. Ne? Und dafür muss es natürlich auch Möglichkeiten geben. Ne? Wenn ich anfange zu googeln, das weiß jeder, Dr. Google, ein bisschen gefährlich. Jeder Arzt liebt es. Ja, genau. Also muss natürlich, ist es ein Weg dahin, ne? bis man auch mündig ist und sagt, okay, ich weiß jetzt auch, welche Fragen ich zu stellen habe. Und ja, da gibt es mehrere Beispiele. Und wir haben zum Beispiel bei Yes We Cancer ist es so, wir haben gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dieses Thema Arzt-Patienten-Kommunikation, gerade, dass wir es vielleicht auch versuchen, in der Lehre zu positionieren. Also wir haben ein Projekt, wir sind gerade im Piloten, das heißt, frag mich, wo Patienten an die Unis gehen und einfach sagen, okay, und so ist das aus unserer Sicht. Und das ist zum Beispiel, was mir geholfen hat. Also da stand eine Packung Taschentücher auf dem Tisch. Das war super. Das sind manchmal so kleine Sachen. Und da ist es auch egal, was für eine Indikation du hast. Jan, ich glaube, du wolltest... Jan ist schon, atmet schon schwer. Nein, ich möchte es eigentlich nur unterstützen. Und nachdem du ja vorher gesagt hattest, ich bin zu unkritisch gegenüber der Kommission, das ist genau der Streitpunkt, den wir die ganze Zeit haben, ist, dass die Kommission immer über Bürgerbeteiligung redet. Und deswegen kommt der Patient in den ganzen Texten nicht vor, in ganz vielen anderen Texten auch nicht. Da kommt der Bürger vor. Und nun mal ist jeder Patient Bürger, aber nicht jeder Bürger Patient. Und man muss durch so
transformative Ereignisse wie die Krebsdiagnose durchgegangen sein, um wirklich zu verstehen, was eigentlich zählt und was, sagen wir, nice to have ist. Und da denkt man manchmal ganz anders, und auch Ärzte, die Krebs bekommen, denken plötzlich ganz anders über Krebsversorgung, als sie es während ihres ganzen professionellen Lebens gedacht haben. Und da liegen wir ziemlich in Clinch immer wieder mit der Kommission, weil überall werden Bürgerforen gemacht. Aber ganz ehrlich, ich muss nicht meinen Nachbar über die Krebsforschung fragen. Ich muss schon erfahrene Leute haben, die wissen, wie Krebsforschung funktioniert. Und natürlich muss ich das auch als Patientenvertreter über meine eigene Erkrankung hinweg beurteilen können, weil niemand macht ein CML-Gesetz oder sogar ein Krebsgesetz in Brüssel. Zum Beispiel die ganze Rahmengesetzgebung für klinische Studien ist natürlich nicht nur für Krebsstudien, und deswegen kommt das hier drin auch nicht vor, sondern ist für alle klinischen Studien und alle Erkrankungen. Da muss ich rheumatische Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs und viele anderen, die Regeln müssen für alle gelten, und da sind wir auch dran. Aber deswegen sagen wir immer wieder, die Kommission nutzt das Potenzial mit unseren 23 Krebspatienten-Dachorganisationen, die ganz, ganz viele Krebsarten abdecken, wirklich strukturiert zusammenzuarbeiten, weil wir haben Leute über Jahre ausgebildet, die nicht nur sehr viel Eigenerfahrung haben, sehr viel Erfahrung mit Patienten, mit anderen Patienten haben, die sie täglich in ihren Hotlines, ihren Facebook-Groups, in ihren Chat-Groups, in ihren lokalen Selbsthilfegruppen sonst irgendwo treffen, sondern sie haben auch die technische Kompetenz, eine Studie auseinanderzunehmen, zu sagen, da wird niemand teilnehmen. Es wird so nicht funktionieren. Ihr schaut die Lebensqualitätsdaten nicht richtig an. Ihr setzt auf die falschen Endpunkte, was auch immer. Die Diskussionen haben wir als Patientenvertreter mit der Forschung ständig. Aber die Kommission nutzt nicht das Potenzial, die wir als Patientenorganisation eigentlich bieten könnten, um bessere Forschung zu machen. Wir haben 2020 so um die 2,7 Millionen Neuerkrankungen Krebs EU-weit, 1,3 Millionen Tote in einem Jahr. Da sind Angehörige dran, da sind natürlich die Betroffenen selbst auch. Wie viele Patienten europaweit repräsentiert ihr? Oder anders gefragt, brauchen wir sowas wie PFF, Patienten for Future, also dass ihr einfach auch mal ein bisschen mehr werdet, ein bisschen lauter? Naja, wir versuchen laut zu sein, aber es ist halt sehr schwierig für uns, weil wir werden halt eigentlich nicht finanziert. Wir werden kritisiert, wenn wir Industriefunding bekommen. Wir bekommen eigentlich kein Geld von irgendjemand. Auf europäischer Ebene zu fundraisen ist auch schwierig, weil wir dann natürlich auch in Konkurrenz zu unseren Mitgliedsorganisationen auf Landesebene sind. Und es ist sehr schwierig, unsere Arbeit zu machen. Deswegen arbeiten wir halt oftmals auch mit ganz vielen Ehrenamtlern. Und wenn wir Glück haben und ein bisschen Geld haben, noch mit ein paar Leuten Personal. Aber sagen wir mal zur Repräsentativität. Wir haben jetzt zum Beispiel in WeCan, klingt sehr ähnlich, ist aber ein europäisches Netzwerk von den paneuropäischen Krebspatienten-Dachorganisationen, haben wir 23 Dachorganisationen. Viele von denen sind zum Beispiel zum Thema verschiedene akute Leukämien oder verschiedene Lymphome oder Ähnliches. Decken wir allein zum Beispiel bei den Blutkrebserkrankungen rund 270 Mitgliedsorganisationen in ganz Europa ab. Und wenn man das Ganze dann so runterbricht, wir haben nie gezählt, wie viele Patienten repräsentieren wir überhaupt. Aber wir sind eigentlich in fast allen Krebserkrankungen aktiv, und davon gibt es ja 200 verschiedene, etwa 30 häufige, 170 seltene. Hajo, darf bitte einen Kommentar machen? Weil ich glaube, es geht gar nicht um die Größe und um das Volumen. Ich will das mal aus Industrieperspektive beleuchten. In den 90er Jahren HIV-AIDS. Mhm. Da hat sich die Industrie, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben da unter Intellectual Property und zu entwickelnde Länder, da hat sich eine Initiative der Betroffenen geformt, weltweit. Und hat die Industrie unter Druck gesetzt, hat die Politik unter Druck gesetzt. Und ich würde heute sagen, hätten wir diese Erkrankung nicht in den Griff bekommen, hätten es die Patienten nicht getrieben. Dasselbe zum Beispiel bei Brustkrebs. Als die ersten Möglichkeiten über zielgerichtete Therapien, Interventionen, die Chirurgie wurde besser, Bestrahlung wurde besser, da haben die Patientinnen eine Power auf die Straße gelegt. Dem konnte man sich gar nicht entziehen. Und aus dieser Power und vielleicht aus diesem Konflikt sind heute wirklich strukturierte Dialoge entstanden. Das heißt, was der Jan macht, treibt euch. Ja, weil es nicht nur, dass er uns treibt, er berät uns. Er arbeitet mit uns. Und wenn wir uns
in irgendeiner Form vergaloppieren, weil wir meinen, wir wüssten alles besser oder weil wir in eine Richtung gehen wollen, dann wird das auch justiert. Und dieser strukturierte Dialog und dieses Zusammenwirken, das ist etwas, ich würde sagen, es ist neu. Ich meine, ihr könnt dazu sprechen. Es kam nicht natürlich, es musste forciert werden. Aber wir entwickeln heute keine Substanz, ohne dass Patientinnen und Patienten involviert sind. Lass uns nach vorne blicken, David. Wenn wir die nächsten 10 Jahre, Dekade wollten wir auch noch drüber reden, machen wir danach. Wenn wir auf die nächsten 10 Jahre gucken, was sind so die großen Trends? Prävention hatten wir schon, das steht immer dabei. Alle reden drüber, keiner oder jeder meint was anderes. Oder erreichen wir dann eine neue Stufe? Ja, also ich glaube, auf der ganzen Wertschöpfungskette werden wir Veränderungen sehen. Vielleicht noch ganz kurz zu HIV-AIDS. Das ist übrigens eine Erfolgsgeschichte der Medizin insgesamt. Mhm. Heute lebt ein HIV-AIDS-Kranker angeblich länger als der Gesunde, weil er so gut eingestellt ist, so gut kontrolliert wird. Das sind auch Daten, die manchmal in Studien rauskommen. Mhm. So ein bisschen klingt provokativ, aber zeigt einfach nur, wenn die Viruslast dann relativ niedrig ist, dass man ein normales Leben führt. Und das ist eine tolle Erfolgsgeschichte. Das hoffe ich, dass wir das als Endpunkt bei Krebs bekommen, dass das irgendwann so eine chronische Erkrankung wird, wie Diabetes oder sonst was, dass man damit gut leben kann. Und das ist vielleicht eines der Ziele. Aber ich glaube immer noch, in der Prävention werden wir viel machen, dass ich jetzt gar keinen Tumor bekomme, dass ich den Bug aus der Software vorher rausschneide mit irgendwelchen Genscheren oder sonst was, dass es gar nicht so weit kommt und dass ich nicht mehr durch Zufall, Schicksal, Glück, Kittelbuchmedizin, durch Zufall irgendwie überall woanders behandelt werde, dass ich Standards habe. Also in der Prävention, dann wie gesagt in der Behandlung wird es zunehmend sogenannte Virtual Cancer Clinics geben. Das heißt, ich werde Tumorboard zusammenschalten. Ich werde in NRW haben so ein virtuelles Krankenhaus. Das heißt, das kleine Wald- und Wiesenkrankenhaus kann dann sich mit den Spezialisten der Uniklinik irgendwie in einem Tumorboard zusammen abstimmen und damit eben einen Goldstandard überall hinbekommen. Das heißt, am Ende habe ich vielleicht eine gute App und das heißt, über eine Sekunde kann ich der ganzen Welt einen neuen Standard auferlegen. Und so ist es ja heute, ich gehe als Arzt in eine Fortbildung, der andere geht in einem Jahr in die Fortbildung, der letzte kriegt gar nicht mit. Und so habe ich eine ganz, ganz große Verteilung innerhalb der Versorgung. Und ich als Patient habe Glück oder Pech, dass ich zu einem komme, der gerade von der Fortbildung kommt oder einer, der schon 10 Jahre nur vorne den Aufkleber der Punkte mitnimmt und irgendwie einen Kaffee trinken geht. Und deshalb habe ich da diese Unterschiede. Das macht mir immer Angst, wenn ich Montag zu Müller in die Behandlung gehe, in der gleichen Klinik und am Dienstag zu Meier kriege ich eine ganz andere Behandlung. Und das darf nicht sein. Also nochmal Virtual Cancer Clinics, glaube ich, werden sein. Das heißt telemedizinische Angebote. Ich werde nicht mehr für ein Aufklärungsgespräch extra einen halben Tag in die Klinik fahren. Ich werde vielleicht mit Virtual Reality, mit solchen Dingen konfrontiert, dass ich zu Hause mit so einer Brille eben einen Arzt vor mir habe und den unendlich lang sprechen kann, weil das eben sein Avatar ist mit einer KI dahinter. Also solche Dinge gibt es schon teilweise in einigen Bereichen. Also dass ich viel schneller an Expertenwissen komme, dass ich viel schneller auch eine individualisierte Therapie bekomme. Alex, mein innerer Teutone begehrt auf und sagt, oh Gott, was macht denn da der Datenschutz? Dann ist alles auf dem Handy und ich werde kontrolliert und muss meine Werte überall abgeben oder so. Ist das ein Thema, was dich umtreibt? Ich sehe das anders. Ich bin ein großer Fan der Technologie. Wir haben ja auch unsere App, die Yes-App. Und als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich als erstes so eine Kladde gehabt. Also ich hatte so einen Ordner, wo meine ganzen Diagnosen und Befunde und alles reinkam. Und zu jedem Arzt, wo ich bin, musste ich wieder alles auspacken, weil es darf ja nicht übermittelt werden. Ne? Mhm. Also ja, da müssen wir das mal anfordern. Und das finde ich, da wird die Digitalisierung, und das gibt es ja schon, das geht auch schon, da gibt es, also es würde den Patienten das Leben einfach erleichtern, wenn es einen direkten Austausch von Daten geben würde zwischen den Kliniken, zwischen den Ärzten. Und im Endeffekt ist es so, zum Thema Datenschutz, es hat jeder immer Angst. Aber irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber der hat auch gesagt, ein gesunder Mensch hat Angst davor, aber ein kranker Mensch ist so glücklich, seine Daten jemand anders zu geben, um eben auch was Gutes beizutragen und den eigenen Weg auch leichter zu gehen. Ist der Datenschutz eigentlich so ein Mythos, den wir Boomer immer vor uns herschieben, weil wir einfach nicht uns digitalisieren lassen wollen, weil wir so Papier ganz geil finden? Es war lange ein Totschlagargument. Ja. Also damit war immer die Diskussion zu Ende. Aber ich sehe das genau wie Alex. Wir haben ein Shift von gesund zu krank. Je kränker ich bin und wenn ich onkologisch krank bin, dann würde ich doch als Patient sagen, ich schicke meine Daten überall auf die Welt hin, völlig egal, Hauptsache einer kann mein Leben verlängern oder mich sogar heilen. Also das spielt doch überhaupt keine Rolle. Man muss immer bedenken, was passiert denn schlimmstenfalls, wenn meine Daten weg sind? Kriege ich Werbung von irgendjemandem? Na und? Also hier geht's, so auch. Ja, und ja. Hier geht es um mein Leben. Also das hat überhaupt keine Relevanz. Beziehungsweise, wenn ich zustimme als Patient oder als Kunde, macht mit meinen Daten, was ihr wollt, dann bin ich ja raus aus diesem Datenschutzthema.
Und das ist, glaube ich, das, was die Leute dann am Ende wollen. Wenn was gut ist, wird sich's durchsetzen und dann wird Datenschutz keine große Rolle spielen. Und beziehungsweise es wird eine Rolle spielen, aber die Leute werden es akzeptieren. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Datenschutz am Ende des Tages eigentlich nicht das Problem ist, sondern der Datenschützer, der das immer unterschiedlich auslegt. Das sind die Leute, die Probleme machen. Die wollen ja auch wieder gewählt werden. Ne? Ja. Also von daher sehe ich das jetzt, diese Diskussion ist, glaube ich, so ein bisschen ein paar Jahre alt. Und gut, dann beenden wir die hier. Entschuldigung, Jan, du jetzt aber nicht. Ja, vielleicht ein wichtiger Punkt noch dazu. Und weil wir das vorher auch diskutiert haben, die Rolle der Patientenorganisationen, die ist eben da sehr wichtig, weil es findet eben Umdenken statt zu Daten, wovor wir Angst haben, ist Missbrauch. Ich will zum Beispiel nicht, dass meine Krebsdiagnose in meinem Versicherungskonzern bekannt ist, weil er mir dann vielleicht keinen Haus- oder Bankkredit mehr gibt. Und deswegen sind wir auf Europaebene im Moment bei diesem Right to be Forgotten sehr aktiv. Dafür zu sorgen, wenn man eine Weile aus Krebs raus ist, dass es für die Konzerne keine Rolle mehr spielen kann. Aber Patienten haben riesiges Interesse an Forschung. Und wenn man es gut begründet, wissen sie auch, warum sie ihre Daten teilen. Sie haben aber kein Interesse, dass die Daten jedem zur Verfügung stehen, zum Beispiel Versicherungskonzernen. Und die schwierige Balance müssen wir schaffen. Und deswegen glaube ich, dass die Patientenorganisationen auch als Treuhänder, als derjenige, der sagt, was ist eine sinnvolle Verwendung von Daten für die Forschung, für die Versorgung, aber nicht für den Missbrauch in anderen Zwecken. Dafür sind die Patientenorganisationen eigentlich auch die richtigen Vertreter, weil wir versuchen, genau diese Balance hinzukriegen, weil wir ein sehr großes Forschungsinteresse haben, aber natürlich auch ein großes Schutz der Patienten. Die Datenschützer verstehen uns größtenteils nicht, deswegen streiten wir uns mit denen auch öfter. Ja, ich schätze den Jan sehr. Wir sitzen beide in der Dekade gegen Krebs. Da kommen wir jetzt zu. Und ich will nur noch mal einen Kommentar machen zum Datenschutz. Das ist ja schon verrückt, wie wir das Ganze betrachten. Und ich finde jetzt auch wieder, Jan hat es gesagt, so ein bisschen eine Angst, die dahinter ist. Was machen Versicherungskonzerne? Wer benutzt Google nicht in diesem Raum? Hände hoch. Wer benutzt Google nicht? Google Maps. Google Maps beim Autofahren. Also es gibt keinen, der es nicht benutzt. Wer macht sich darüber Gedanken, dass die Autoversicherung jetzt mit ihm Theater macht, weil er da irgendwie Google Maps benutzt und weil man da Daten lesen könnte? Wegen des Fahrstils. Wegen des Fahrstils und so weiter. Und ich glaube, das sind Ängste, die sind berechtigt, dass sie da sind, aber ich glaube, sie manifestieren sich nicht. Weil sich eine dynamische Regulation damit einherbewegt. Und ich glaube, das ist es. Wir müssen einfach aufmerksam sein, was passiert mit den Daten, wer geht verfehlt mit den Daten um, und dann kann man entsprechend einsteigen. Aber aus der Sorge heraus, sich nicht zu bewegen, ist nämlich fatal für uns. Denn Gesundheit ist ein Schatz. Wir erheben, und das wissen viele Expertinnen und Experten hier im Raum, wir erheben normalerweise Daten, zwar im Panel vorher, Phase 1, Phase 2, das sind ganz kleine Populationen. Da generieren wir Evidenz. Und dann übertragen wir diese Evidenz auf Millionen von Menschen, Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ein riskantes Spiel eigentlich. Jetzt stellt man sich vor, wir hätten die Möglichkeit, aus der tagtäglichen Versorgung Daten zu ziehen, zu wissen, das muss nicht Agneta sein, das muss auch nicht Susanne sein, sondern Patient 1, 2, 3, 4. Und wir sehen plötzlich, diese Patientin, Patient, ähnliches Alter, ähnliche Diagnose, unterschiedliche Therapien, unterschiedliche Verläufe. Woran liegt das? Algorithmen dahinter geschaltet, analysieren, geben uns Informationen. Wir können teilweise heute sogar prädiktiv Aussagen machen darüber, wie wahrscheinlich könnte eine Therapie wirksam sein oder unwirksam sein. Diese Information, wir nennen das Real-World-Daten, kann man aus der laufenden Versorgung generieren. Und meine Prädiktion ist, in 10 Jahren werden wir sehr viel weniger klassische klinische Studien machen, sondern wir werden wie Google Maps, wir werden so eine Art Google Maps haben. Das heißt, wir werden sehen, wir fahren in einen Stau, nämlich einen Gesundheitsstau, und dann wird es mir Wege aufzeigen, wie ich um diesen Stau herumfahren kann. Und insofern wird die Medizin digitalisiert, sie wird datengetrieben werden. Und wenn wir das als Grundlage in Deutschland nicht erkennen, dann wird bei uns die Versorgung nicht schlechter. Wir werden die Produkte nämlich aus anderen Ländern einkaufen. Aber David, da interessiert mich noch mal was, gerade auch im Zusammenhang mit diesem Europaplan. Wir haben da so eine Grundgesamtheit von 350 bis 400 Millionen Menschen. Wenn man die jetzt in Echtzeit mit ihren Daten, wenn sie gerade vom Arzt oder kommt was aus dem Labor oder so, ist das eigentlich auch für die Datenqualität besser, wenn ich rumänische, polnische, finnische, italienische
Ja, klar, weil ich habe ja eine Spalte, wo Land dann drin steht. Und dann kann ich natürlich wunderbar auch zwischen den Ländern vergleichen. Und die Frage, die du gerade hattest, ist der Pole irgendwie oder die Rumänin, die 16-fach häufiger stirbt an Gebärmutterhalskrebs als vielleicht die Deutsche. Genau das können wir rausfiltern, weil wir dann Regressionsrechnungen machen können. Wir können eben sehr viel Statistik dann drüber geben. Und diese ganze künstliche Intelligenz und alles, die Datengrundlage muss ja da sein. Je größer, desto besser. Und natürlich ist das gut. Und wir machen das ja schon seit Jahren in der Forschung mit Routinedaten der Krankenkassen. Da gibt es aber auch Verzerrungen, weil die ein paar Monate alt sind. Und da kodiere ich ja meinen Krankenhausaufenthalt, meinen Arzt, meine Arzneimittel. Das nennt man dann Routinedaten oder Sekundärdaten. Damit gibt es ja heute schon Forschung. Aber da ist ein gewisser Zeitverzug dahinter, der ein paar Jahre ist. Wenn wir das wirklich in Echtzeit machen, wir dürfen nicht vergessen, Medizin ist nicht nur die 5 Minuten Medizin beim Arzt, sondern wie schlafe ich, wie ernähre ich mich, die ganzen Lifestyle-Daten. Erst wenn ich dann so ein Gesamtbild habe, und das kriege ich nur so, über die ganzen Sensoren, die ich habe, Tracker, wie viele Schritte. Wir wissen, dass Bewegung einen Rieseneffekt auf Krebs hat, Entstehung, aber auch später in der Rückfallwahrscheinlichkeit. Das heißt, ich habe da so Telomere im Körper und die brechen. Wenn die brechen, kriege ich Krebs. Und wenn ich mich bewege, ist wie so ein Schnürsenkel, ist da so ein Schutz davor. Wir wissen, da gibt es große Effekte. Und erst wenn ich die Daten von Bewegung, Ernährung und noch viel andere Lifestyle-Daten habe, die mit den Medizindaten matche, dann habe ich eben noch mal ein ganz anderes Schwert gegen Krebs. Ja. Heute. Sag mal, ich frage für einen Freund, aber ab wann fängt in deiner Definition Bewegung an? Also Bewegung laut WHO ist dann nicht nur irgendwie Laufen. Dazu zählt auch Staubsaugen, Fensterputzen. Sowas zählt dazu. Es gibt so das MET-Äquivalent, also metabolisches Äquivalent heißt das. Sowas wie Weight Watchers nur. Das heißt, die 4 Stufen hier zur Bühne hoch sind auch schon mal ein Anfang. Die kann ich. Telomertechnisch. Ja, es gibt eine schöne App, die heißt Movival, Survival und so weiter von den Asklepios-Kliniken. Und da messe ich dann jede Bewegung, trage ich da ein, dann sehe ich, ob ich den WHO-Schwellenwert erreiche. Wenn ich drüber bin, habe ich wieder meine Krebswahrscheinlichkeit gesenkt. Also eines meiner Lebensziele, die irgendwelche WHO-Schwellen zu erreichen. Aber lass uns noch mal kurz zur Dekade gegen den Krebs kommen. Eine nationale Kraftanstrengung, auch so eine Initiative. Jetzt haben wir die aus Europa noch obendrauf. Reicht nicht eine? Nee, nicht obendrauf. Die europäische Initiative ist die, die die Länder verbindet. Und gerade mit der Zielsetzung und der Rahmengebung. Aber es gibt Länder, die aufgrund ihres Bruttoinlandsproduktes, aufgrund ihres Fokus auf Gesundheit, auch die Kaufkraft, die hier existiert, einen besonderen Fokus, auch das Gesellschaftliche, dass man unabhängig vom Einkommen, unabhängig von Bildung Zugang zu Gesundheit hat. Wir haben komplett unterschiedliche Gesundheitszugänge in den unterschiedlichen Ländern. Und darum kümmert sich die Europäische Kommission. Und das ist auch richtig so. Deutschland wiederum hat das Potenzial, in dieser Bewegung ein Leitmarkt zu sein. Denn wir haben fantastische Grundlagenforschung. Wir tun uns schwer mit der Translation aufgrund der meiner Meinung nach überbordenden Bürokratie. Ich habe übrigens vorhin einen Kraftausdruck. Ich entschuldige mich dafür ausdrücklich jetzt noch mal. Aber diese überbordende Bürokratie, die hilft uns nicht. Aber Deutschland hat trotzdem das Potenzial, das Wissen zu vervielfältigen und Europa zur Verfügung zu stellen. Und das ist mit der Dekade gegen Krebs. Jan Geißler ist Teil dieser Dekade. Es ist Wissenschaft vertreten, es ist Politik vertreten, es ist Gesellschaft, Patientinnen und Patienten vertreten, es ist die Wirtschaft vertreten und sind die Krankenkassen vertreten. Und sogar der gemeinsame Bundesausschuss. Das klingt aber wie so eine kollektive Bremse. Wenn die alle zusammensitzen, geht dann nichts voran. Das ist auch nicht wahnsinnig dynamisch, gebe ich zu. Aber es ist stetig und es produziert. Und es orientiert sich auch an den europäischen Zielvorgaben. Und teilweise sind wir noch viel konkreter, weil wir auch wirklich in die zum Beispiel ungelösten Fragen gehen. Warum gibt es mehr und mehr Darmkrebspatientinnen und Patienten, die jünger als 30 Jahre sind? Wo kommt das plötzlich her? Das sind Fragen, denen wir da auch nachgehen. Das ist jetzt so ein aktuelles Phänomen. Das ist ein ganz konkretes Phänomen und diesem Phänomen geht man nach. Wie bekommen wir es hin, dass die Vorsorge und Frauen können Brust, Frauen können Gebärmutter, Frauen können Darm, Männer können Prostata, Männer können auch Darm. Auch ich ganz persönlich habe so eine Geschichte. Fang schon an, hier rumzurutschen. Ja, und ich habe sie auch gehabt und ich habe Frau Mahr, Felix Burda Stiftung, kennengelernt. Da war ich noch keine 50 und die hat gesagt, du gehst. Ich bin gegangen und es war gut so. Da reden wir morgen übrigens drüber, warum Männer lieber tot gehen als zum Arzt. Aber das nur als Werbung schon mal aber vorweg. Aber darum kümmert sich die Dekade gegen Krebs auch. Gut. So, ihr kennt das aus dem Triell. Das ist ja jetzt hier ein Quartell, Quintell, Quartett, was auch immer.
Jeder hat jetzt eine Minute maximal Redezeit. Da, wo das rote Licht ist, stellen wir uns Frau von der Leyen vor. Alex, magst du anfangen, so von Schwester zu Schwester, was du ihr jetzt so über diesen europäischen Aktionsplan gerne sagen möchtest? Wo sie vielleicht nachsteuern kann, was sie schon ganz gut gemacht hat? Natürlich möchte ich das sehen. Die Uhr läuft. Okay. Also ich finde natürlich, das ist eine ganz tolle Initiative, da bin ich ganz beim Jan, dass es passiert was, aber ich möchte viel mehr sehen, dass die Patienten auf Augenhöhe dabei sind und die Patientenorganisationen und natürlich ist Gaspel Cancer da, bietet sich an, auch aktiv dabei zu sein, weil wie sagt die Tamara immer so schön, don't talk about me without me. Und ich glaube, wir können miteinander einfach sehr, sehr viel mehr erreichen und ich sehe auch viel, ich bin da beim Jan auch, der sagt, ne, wir Citizen Participation sollte Miep. Patient Participation Miep. Sein. Und Miep. Deswegen, ich bin da. Miep. Das sind die letzten 10 Sekunden, die okay, ich gerade okay, anzeige. Okay. Ja, also wollte ich sagen, ja, das war's dann. Danke. Super, danke. David, da ist deine EU-Kommissionspräsidentin. Also ihr müsst auch nicht nur nett sein. Ich will euch nicht aufhetzen, aber... Ich hole ein bisschen Zeit rein. Also ich wünsche mir, Frau von der Leyen, wir vermissen Sie diesmal, dass Sie nächstes Jahr hier sitzen, in Fleisch und Blut. Und dann haben wir eine ganze Stunde zum Diskutieren und dann sehen wir auch, was das erste Jahr jetzt genau gebracht hat von den 10 Punkten, die Sie da aufgeführt haben. Und die beißen nicht, haben Sie ja gesehen. Hagen? Ich meine, du redest wahrscheinlich jeden Tag mit ihr, oder? Nein. Ich hätte mich auch gefreut, sie heute hier zu treffen. Aber nein, ich hab einfach einen ganz großen Wunsch, auch an Frau von der Leyen. Und das ist, dass wir die Kooperations- und die Schnittflächen nutzen. Zwischen Patienten, zwischen Politik, zwischen Gesellschaft und Wirtschaft und Wissenschaft. Und dass wir das tatsächlich nicht außer Acht lassen. Denn wenn man nur auf Wissenschaft oder nur auf Gesellschaft oder nur auf... dann wird es nicht funktionieren. Vielen Dank. Jan, das ist jetzt, als Letzter ist immer am schwierigsten, aber du bist auch der Pfiffigste von allen. Komm. Es ist natürlich ganz schwer, sagen wir nicht das Gleiche zu sagen wie Alex, weil das ist genau das Thema. Wir brauchen, also Frau von der Leyen, wir brauchen die Patientenorganisationen wirklich als Partner in diesem Spiel und nicht nur, sagen wir, eine Beteiligung, wo man halt mal fragt und dann tut, was man möchte. Und im Moment sind die Patientenorganisationen nicht richtig beteiligt am Krebsplan. Und das ist mein großer, großer Änderungswunsch, damit das, was in den Leitlinien drin oder in den Leitinitiativen drinsteht, auch wirklich passiert. Und das andere ist auch, wie Hagen auch gesagt hat, die Schnittstelle zu den Mitgliedstaaten, zu zum Beispiel der nationalen Dekade gegen Krebs und den anderen 26 EU-Mitgliedstaaten. Wenn es solche Initiativen gibt, es kann nicht allein in Brüssel bleiben oder in der EU, es muss in die Länder übergehen und zusammenarbeiten. Danke, Jan. Und das ist meine Antwort. So. Bitteschön. Ja, wunderbar. So. Den Applaus können wir gleich fortsetzen. Ich bedanke mich für diese wunderbare Runde. Ganz herzlich bei Jan Geißler von Petvocates. Bei Professor Hagen Pfundner, Mitglied der nationalen Dekade gegen Krebs und Vorstand von Roche Deutschland. Schön, dass er da war. Professor Dr. David Matusiewicz, Direktor für Gesundheit und Soziales am FOM. Und Alexandra von Korff, Geschäftsführerin von Yes We Can. Schön, dass Sie da waren. So, ihr müsst jetzt alleine runterfinden. Danke. Julia ist immer noch hier. Eine unglaublich ausdauernde Kollegin. Julia Josten, du kommst jetzt zu einem weiteren Höhepunkt. Hallo, ja. Ja. Und ich wollte eins kurz fragen, was mich sehr beschäftigt schon den ganzen Tag, ist dein Outfit sensationell. Ich finde, dass man bei Männern über Äußerlichkeiten redet, das ist total sexistisch. Lass uns doch mal über innere Werte reden. Oh, ja, das auch sehr gerne. Ich habe ich aber auch nicht so viel. Ich hole noch eine Runde. Thomas Gottschalk, dein Stilberater? Oder? Ja, Herbstblond habe ich auch mit großem Gewinn gelesen. Nein, du schmeißt uns altersmäßig ein bisschen durcheinander. Er könnte mein Großvater sein. Aber das ist so eine Retro-Geschichte, ne? Es kommt ja alles wieder. Aber ich sag mal, optisch, das auch passt. Auch die Tennissocken. Das ist nicht schlecht hier. Wollen wir uns morgen absprechen? Wir haben gerne, ja sehr gerne. Ich habe um 23 Uhr frei. Hast du da noch Zeit? Ja. Heute um 23 Uhr? Heute um 23 Uhr. Du, was glaubst du, was hier gleich noch alles auf der Agenda steht? Was denn? Ja, okay. Hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt. Es geht um Frau von der Leyen. Räume schon mal ein bisschen auf hier. Das wäre auch sehr schön. So, und jetzt überlasse ich dir die Bühne. Mir das Schlachtfeld. Hajo. Danke. Das war nur ganz kurz, schmerzlos. Oder? Hat mich gefreut. Bis morgen. Super. Ciao. Danke.